Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen-Mike mit Heidi und Mike. Ja, dieses Wochenende waren wir von dem Platzbetreiber Florian vom Campingplatz Happy Life in Burgen an der Mosel eingeladen. Und das hatte auch einen besonderen Grund. Ja, an dem Wochenende fand ein Malibu-Freundetreffen statt. Und da sind wir sehr, sehr gerne hingefahren. Unter anderem wollte der Florian ein kleines Interview mit uns machen. Aber das spielt eine untergeordnete Rolle in dem Video. Und aus diesem Grunde zeigen wir euch das auch am Schluss. Denn das Malibu-Freundetreffen spielt die Hauptrolle in diesem Video. Und das werden wir euch gerne zeigen, wie schön das da war und was es da für tolle Autos gab. So, jetzt haben wir 10.30 Uhr, also wir waren doch bei Zeit hier in Burgen auf dem Happy Life Campingplatz angekommen. Mit E. Mit E, ja. Und haben jetzt einen schönen Uferplatz ergattert. Das erste Mal. Das erste Mal. Hier nach Burgen fahren, ja. Jetzt könnte ich ja glatt wieder sagen, Miley Glück, ne? Ja, und obwohl es ist Freitag der 13. und trotzdem Uferplatz. Ja, das ist ja normal mein Glückstag, ne? Ja, Freitag der 13. war immer noch Mikes Glückstag. Genau. Stimmt. So, und wie ihr seht, hinter uns stehen schon jede Menge Malibus. Genau. Und da kommen garantiert noch mehr dazu heute. Ja. Und da gehen wir natürlich später nochmal drüber, ne? Jetzt warten wir erstmal noch auf unsere Freunde. Genau. Die müssen jetzt auch gleich eintrudeln. Und da fahren wir mal jetzt unsere Markise raus und... Markise raus, Brötchen haben wir schon bestellt. Ja. Ja. Heute soll schönes Wetter sein, ab morgen soll es ein bisschen regnen. Sind wir mal gespannt. Ja, heute haben sie 24 Grad gemeldet, ne? Ja, wir nehmen es, wie es kommt. Gell, genau. Schatz? Ja, wir waren ja schon des Öfteren auf diesem schönen Campingplatz und hatten eigentlich nie Glück mit einem Uferplatz, aber diesmal hat es geklappt. Und wir haben noch einen schönen Blick gehabt auf die Burg Bischofstein. Und die war abends beleuchtet. Genau. Ja, und ein wunderbares Schiffskino natürlich. Ja, Schatz, endlich mal nochmal Schiffskino, ne? Schiffskino an der Mosel. Das war schon lange nicht mehr der Fall, du. Wunderschönes Wetter. Das haben wir noch Glück, genau. Und siehe da, ein Schiff nach dem anderen. Was möchte man mehr? Hier steht die Tanja. Alles da, was man braucht. Gell, Tanja? Ich habe ein Foto gemacht von euch vom Schiff. Ja. Ja, und mit von der Partie waren wieder unsere Freunde Tanja und Marco vom Kanal Reiselust statt Alltagsfrust. Ja, Schatz, ja. Der Kandidat hat 100 Punkte. Und wir haben uns da richtig gut gehen lassen, so im Wohnmobil, aber auch beim Florian, bei dem man immer kulinarisch verwöhnt wird. Ja, und dann gibt es heute 3 Salate. Einen Farmersalat haben wir da. Ach, guck mal da, ganz viele Entchen, die haben das Essen gesehen. Guck mal. Ja, die haben sich das ausgemacht. Guck mal da, nimm sie mal. Ja, guck mal, und dann habe ich so einen Schupfnudelsalat das erste Mal probiert. Bin mal gespannt, wir lassen mal Tanja und Marco zuerst testen, ja? Guck mal da, wie frech die ist. Na, die kannst du nicht essen, das ist nicht gesund. Ich habe für dich Haferflocken dabei. Ja, und dann haben wir hier noch einen Möhrensalat. Guck mal, Marco. Guck mal da. Aber das darf er nicht essen. Dann wird er krank. Wir werden wieder verwöhnt. Ja, es geht wieder los. Ne? Das alltägliche Essen, ich kann man schon fast sagen fressen, wenn wir mit dem Miley unterwegs sind. Ja, ja. Der Heidi gibt es immer besonders viel Mühe. Der Mike hat ja immer Hunger. Der Mike hat sowieso immer Hunger. Ja, also von daher. Ich habe Loch im Bauch. Auf jeden Fall, erster Eindruck vom Campingplatz in Burgen. Ja, gefällt mir. Doch. Balancing on a weary line. Two
scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Ja, jetzt haben wir gerade den Florian getroffen. Der sagte hier, heute ist Freitag der 13. und um 18.30 Uhr soll hier das Programm dann losgehen von dem Malibu-Treffen. Was da jetzt noch genau kommt, das werden wir natürlich später noch zeigen. Aber ihr seht jetzt hier schon im Hintergrund den Malibu von Karthago und den werden wir morgen mal vorstellen. Dann machen wir mal eine Rom-Tour. Aber zuerst gibt es heute Party. Genau. Hoffentlich. Ja, einen Tag später haben wir uns dann natürlich aufgemacht in den Malibu-Kreis. Es waren so circa 20 Malibus, denke ich, waren da anwesend. Haben sie laut genau, Aussage vom Florian. Haben also, sie nicht genau durchgezählt. Ja. Ja, und da haben wir natürlich Glück gehabt, dass wir auf die Ute gestoßen sind. Gell, ja, Schatz? Das war die Ute Schnute, so nennt sie sich. Ne? Und den Rüdiger, ihr Mann. Ja, und die beiden haben uns ganz bereitwillig ihr Auto, ihren Malibu vorgeführt. Und sowas haben wir eigentlich in der Art noch nie erlebt. Gell, Schatz? Nee, erzähl also, mal. Das war schon ziemlich selbsterklärend. Wir hatten gar nicht viel Mühe mit diesem Interview. Also die Ute hat das ganz toll gemacht. Ne? Ja, also das war mehr als profimäßig, wie ja. sie das alles gezeigt hat. Und vor allen Dingen, man hat bei ihr so richtig gemerkt, sie brennt für Malibu, auch für ihren Malibu. Genau. Und das Ganze mit ganz, ganz viel Herzblut erklärt bis ins Detail. Und wir durften sogar reingehen. Und das ist so eine Liebe. Und wir waren ganz begeistert. Also wir freuen uns immer, wenn wir so liebe und nette Menschen kennenlernen. Zumal wir mit der Ute in Zukunft wahrscheinlich noch mehr zu tun haben werden, weil... Ja, weil die Ute und ihr Mann, die machen Stickereien auf T-Shirts und so weiter. Und da sind wir schon mal sehr gespannt, wie unser Emblem da aussieht. Ne? Genau, und ich, so wie ich die Ute kenne und den Rüdiger, wird das bestimmt super, super schön. Wir haben uns mehrere Fahrzeuge geliehen, unter anderem auch Kastenwagen. Und wir waren sehr zufrieden damit. Die sind schön wendig, sind komfortabel ausgestattet, nicht schlechter wie Wohnmobile. Und dann habe ich bei YouTube immer wieder mal gestöbert. Das ist so. Ich bekennende YouTube-Fan. Und da bin ich auf Malibu gestoßen. Und dann haben wir uns ein paar Gebrauchte angeguckt. Waren schön, ja, und haben gesagt, für das Geld, was die für Gebrauchte wollten in 2020, können wir uns auch einen neuen kaufen. Und dann bin ich nochmal bei YouTube rein und habe einen 6 Meter gesehen und gesehen, dass der nicht anders ist wie ein 640er, aber der besser auf unsere Auffahrt passt. Dann haben wir einen Händler gesucht, der hat beide auf dem Hof stehen, das ging 2020. Und er hatte beide nebeneinander stehen. Ja. Und da haben wir verglichen und haben uns bewusst für den 6 Meter entschieden und sind voll zufrieden. Wir haben jetzt gerade eine 3-monatige Skandinavienreise hinter uns. Schön. Ein Traum, sage ich euch. Träumchen. Wirklich. Wir wollten das im Rentenalter machen. Wir sind jetzt beide in Rente und konnten es und haben es gemacht und sind also hellauf begeistert. Nächstes Jahr geht es wieder nach Schweden. Und dann machen wir den Götakanal mit dem Wohnmobil, immer mit dem Fahrrad und dann Schweden hoch, Finnland runter, dann wollen wir, was ist das, Estland, Litauen, Lettland, also so in der Reihenfolge und dann Polen und dann wieder nach Hause, auch wieder so 2,5, 3 Monate. Das ist unser Ziel für nächstes Jahr im August. Super. Ja. Ja, aber alles, was du jetzt erzählt hast, passt auch zu dem Spruch, der hier auf dem Auto steht. Nimm dir Zeit für deine Träume, bevor die Zeit dir deine Träume nimmt. Mhm. Also habt ihr alles richtig gemacht. Damit hat mein Mann mich überrascht mit diesem Spruch. Ja, ja.
Aber an unserem Hochzeitstag im letzten Jahr legte er mir dann auf den Tisch und dann, oh, ich hatte Tränen in den Augen, weil das genau schön passt. Ne? Schön. Absolut, ja. Ja, und wenn du uns dann vielleicht noch was zu dem Typ genau sagen könntest. Ja, das ist super. Der Malibu 600 DB, das heißt Doppelbett, Querbett. Ja. Und da man nicht über mich steigen muss, weil er nicht raus muss nachts, ganz offen gesprochen, haben wir uns auch bewusst für den entschieden. Weil, wie gesagt, schön kurz und knapp, man kriegt jede Kurve in den engen Gassen, überall, man kommt überall durch, man kriegt auch überall einen Platz auf den Campingplätzen, auch wenn sie voll sind, ja, weil super, das so ein kleiner Wagen ist. Hat aber die gleiche Ausstattung wie ein 640er mit Längsbetten, also ja, gleiche Komfort. Aber besser zu handeln dann nochmal für jeden euch, Fall, ne? Auf ja, jeden Fall, ja. Der hat 150 PS, ist ein Schaltwagen, hat eine Lithiumbatterie mit 150 Amperestunden, die wir nachgerüstet haben mit einem Umwandler mit Vorrangschaltung. Vorrangschaltung heißt, wir können dann auch jede Steckdose benutzen, super, wenn wir den Umwandler anhaben. Ja, ja, wir haben so einiges, ne? Die Rentec und ach, da oben sieht man sie, haben wir nachrüsten lassen, dann Hio Saves, Spritstopp hier vorne. Ach, ich weiß gar nicht, was wir alles gerüstet haben. Ja. Und also wir sind total zufrieden. Eigentlich ist er jetzt voll ausgestattet, aber man hat ja immer noch Wünsche. Jetzt kriegt er nämlich eine Fußbodenheizung noch rein. Seid ihr im Winter unterwegs? Ja, also wir sind auch im Winter unterwegs. Ja, absolute bekennende ja, Wintercamper. Ja. Und ohne Fußbodenheizung klappt das auch? Doch, das geht auch, ja, aber da muss man dicke Socken anziehen. Ja. Ein Kastenwagen ist natürlich nicht so isoliert wie ein normales Wohnmobil. Ja. Ne? Ja. Und wir hatten Heizmatten drin, aber das ist dann so ein bisschen sperrig gewesen. Jetzt kriegt er eine Fußbodenheizung. Vorbereitung ist schon passiert. Schalter sind auch schon da, aber noch nicht angeschlossen. Das hat mein Mann noch nicht geschafft. Das kenne ich. Ja, er ist schon fleißig auch zu Hause. Also er nutzt das Wetter noch aus. Ne? Ja, also wir sind absolut zufrieden. Ihr seht ja, sie heißt Mali, abgeleitet von Malibu. Mhm. Und schön, ja, und das ist ein Mädchen. Ne? Alle ein haben Mädchen. Jungs und ja, wir haben ein Mädchen. Genau. Schön. Dann möchte ich dich noch fragen, wie ist es mit der Duscherei? Also das haben wir erst in Skandinavien. In der Mali. Ja, in der Mali, genau. Jetzt muss ich zu unserer Schande gestehen, das haben wir erst nach 2 Jahren Besitztum der Mali ausprobiert, und zwar in Skandinavien, weil man da so wunderbar freistehen kann. Ja. Und dann braucht man auch keinen Campingplatz. Man kann hier drin sehr gut duschen. Das ist kein Vorhang, sondern das sind Faltwände. Super. Und dann hat man innen drin, ich schätze mal, ich kann schlecht schätzen, aber so 70 mal 70 cm Dusche. So viel Platz hat man da drin. Oh je, weil man die, ja, die Toilette unter das Bett schieben kann. Ja. Und dann hat man einen riesen Raum da drin. Und den Boden muss man sowieso immer wieder mal putzen. Also nach dem Duschen perfekt. Ja. Ne, dann hat man es gleich wieder sauber. Super. Also ich muss sagen, wir lieben die Dusche da drin. Ja. Absolut. Also man klappt das WC direkt unter das Bett und kann die Duschwände so aufklappen. Und nachher auch wieder zusammenklappen. Und schon hat man so einen großen Duschraum. Eine eigene Dusche, nicht aus dem Waschbecken zu ziehen, sondern eine richtige Duscharmatur. Und einfach perfekt. Ja, das ist das Lieblingsspielzeug unseres verstorbenen Hundes. Oh. Und da hinten, das war, haben wir ihn original in Hammerfest gekauft, den Eisbären. Schön. Ja, Ute, dann möchten wir uns ganz herzlich bei dir für das nette Gespräch und die unheimlich vielen Infos bedanken. Dankeschön und auch, dass ich das sagen durfte. Ja, und wirklich ein tolles Auto habt ihr hier. Ja, danke. Danke. Ja, ja, deswegen wollen wir uns da nochmal recht herzlich bedanken für dieses tolle Interview. Ganz, ganz lieben Dank. Also das war wirklich rührend, wie sie das gemacht hat, ne? Genau. Und halt eben sehr professionell. Ja. Ja. Am ersten Abend haben wir dann inmitten lauter netter Leute, der Malibu-Freunde, genau, einen richtig netten, gemütlichen Abend verbracht und bei einer leckeren Pizza und bei sehr vielen netten Gesprächen. Ja, diesen Abend wirklich genossen, bevor es am nächsten Tag nicht weniger schön weiterging. So, also ganz wohl. Auf ein schönes Happy Life überschreiben. Hoi.
abends hat es natürlich noch eine kleine Überraschung gegeben. Da haben wir schnell mal die Markise abgebaut und alles reingeholt, weil an dem Abend war es sehr, sehr stürmisch. Also wir hatten, man kann so sagen, wir hatten einen stürmischen Abend und eine stürmische Nacht, gell, Schatz? Genau. Und es war alles beleuchtet. Also. Ja. Samstagsabends gab es dann das legendäre Forellenessen beim Florian. Geräucherte Forellen. Geräucherte Forellen, und mit denen haben wir schon Bekanntschaft gemacht. Ja, sehr lecker. Ja, wir waren ja vor ein paar Wochen schon da mit dem Kanal Wanderverliebt, mit der Froni und mit Mischa. Grüße gehen raus an euch beiden Lieben. Ja. Und natürlich an unsere liebe Anja, die war auch dabei. Und wir haben das Forellenessen sehr, sehr genossen. Ja, und anschließend... Ja, anschließend kam der Florian dann und hat uns interviewt. Was war jetzt an Kroatien das Geilste? Also was hat euch da voll überzeugt? Geilste war, wir haben von hier bis hinten an die Scheibe, so dicht haben wir am Meer gestanden. Ja, das war wirklich und das war phänomenal. Ja. 2 Meter weg vom Meer, das war ein klasse Stellplatz. Ja. Habt ihr da irgendwelche Tipps, worauf sollte man vielleicht in Kroatien? Ja, auf unserem YouTube-Kanal sind die Tipps. Und da ist auch dieser Film drauf, zwei Teile. Ja. Und der Campingplatz haben wir damals über PinCamp herausgefunden. Und der hat uns wirklich überzeugt. Ne? Und er liegt noch in einem Naturschutzgebiet. Ja. Also kann man nur empfehlen, auch für diejenigen, die gerne noch ein bisschen wandern gehen, ist das ideal. Ne? Ja. Okay, gut. Ja, und wo war der sonst noch im Ausland unterwegs? Ja, Spanien, Italien. Also besonders gut hat uns natürlich Venedig gefallen. Das war sehr, sehr schön. Ja. Und wo waren wir? Ja, alles andere kommt dann noch. Ne? Deutschland ist ja klar, ist immer auch viel, weil die Zeit hatten wir nicht immer. Dann sind so die Ziele Mosel bzw. Rhein und so weiter, Umgebung halt. Okay, super. Und wo soll es jetzt in Zukunft noch mal hingehen, wenn wir so ein bisschen einen Ausblick nach vorne wagen wollen? Ja, Portugal, ne? Steht Portugal mal ganz vorne. Norwegen und Schweden, ne? Das sind so die Ziele. Ich würde so gerne noch mal nach Cornwall, auch wegen Wandern noch so ein bisschen und wegen der wilden Natur halt eben. Dann, der Mike ist ja eigentlich gebürtig aus Berlin, ist gar kein echter Saarländer, gell, Schatz? Ich bin ein Berliner, ja. Und da möchte ich natürlich gerne mal an die Neuruppiner Seenplatte wieder Mecklenburg-Vorpommern, die Richtung, das würde mich auch sehr interessieren. Ja, okay. Ja. Super, ja, dann vielen Dank, ihr zwei. Ja, gerne. Ja, dann danke Heidi und danke Michael, schön, dass ihr da seid. Und ja, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, tauscht euch gerne zusammen aus. Alles klar, dann. Okay. Ja. Vielen Dank auch. Dankeschön fürs Zuhören. Ja, worauf wir natürlich ganz gespannt waren, das war natürlich die Zeit samstags 21.30 Uhr, da war ein großes Malibu-Leuchten angesagt. Sowas haben wir ja noch nie gesehen. Noch nie gesehen, nee. Und da waren wirklich ganz, ganz tolle Autos dabei. Eins war natürlich ganz spektakulär. Also es war wirklich ganz, ganz toll. Sowas haben wir noch nie gesehen. Ne? Aber alle waren so schön auf ihre Art. Genau, jeder. Und man kann eigentlich, die haben sich gegenseitig nichts gegeben. Denn ich denke, in jedem steckt sehr, sehr viel Herzblut drin. Und wir fanden, das war eine ganz tolle Gemeinschaft. Und das Ganze hat sich noch ein bisschen abgerundet, indem dann noch zwei Feuerschalen in der Mitte aufgestellt wurden. Da hat man auch noch ein bisschen drumherum gestanden und hat sich erzählt. Und dann diese Lichter überall an den Malibus. Also das war schon ein sehr beeindruckender Augenblick, ne? Ja, und das ganze Treffen, das war fantastisch organisiert, das muss man wirklich so sagen, ne? Und lauter liebe Leute.
Bei der Gelegenheit haben wir auch noch den Harry und das Maria kennengelernt. Den Hardy, mein Schatz. Vergesslichkeit, Dings und das andere. Da geht's schon noch mal los. Ne? Da geht's schon wieder los. Hardy. Ja, und dazu muss ich sagen, das war, als wir zu dem Treffen kamen, man muss sich vorstellen, die saßen da alle, das war ein eingeschworenes Team eigentlich. Ja. Und wir stießen dann mittags dazu, wir beiden eigentlich ganz alleine. Ja, aber da hatten wir gar keine Probleme, denn da haben wir direkt zwei ganz, ganz liebe Menschen getroffen. Wir haben sie schon erwähnt, das waren der Hardy. Ja, und gut gemacht. Das Maria. Das Maria, alter Saarländer. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die Maria. Die Maria. Auf jeden Fall mussten wir wirklich schmunzeln, denn sagten, wir haben heute noch oder gestern noch von euch ein Video geschaut und jetzt stehen die einfach mal hinter uns. Und da haben wir so gelacht. Und Überraschung. Überraschung, ja. Wir sind immer für eine Überraschung gut, ihr beiden. Und aber ich muss dazu sagen, die Chemie, die hat bei uns auf Anhieb wirklich gestimmt. Wir haben auch Telefonnummern ausgetauscht und wir werden uns mit Sicherheit auch wiedersehen. Ja. Ja. Und wenn es am scharfen Stein ist. Ne? Oder nee, das andere sage ich jetzt lieber nicht. Das bleibt ein Insider, gell, ihr beiden? Okay. Da haben wir heute Morgen schon so gelacht. Ja. Ja, gestern Abend haben wir noch ein nettes Pärchen kennengelernt. Das ist Maria und der Hardy. Und ja. Hi. Und haben uns noch sehr lange unterhalten. Es war eine lange Nacht, aber auch eine schöne, weil hier war noch ein großes Lagerfeuer sozusagen, Schalenfeuer, und es wurden noch die ganzen Manipul-Lichter angeworfen. Also hier war eine richtige Lichtorgel abends. War noch ein tolles Erlebnis. Ja, auf jeden Fall haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Ich bin sicher, wir sehen uns wieder, gell? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Zum scharfen Stein. Zum scharfen Stein. Zum geilen Stein, ja, genau. Okay, dann wünschen wir euch eine gute Heimreise. Wir gehen jetzt auch auf Achse und man sieht sich. Euch auch. Bis bald. Danke dir nochmal. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt kommen wir gerade von der Rezeption, haben unseren Platz bezahlt und dann machen wir uns auch schon auf den Weg. Genau. Und am nächsten Wochenende sind wir wieder mit Reiselust statt Alltagsfrust unterwegs. Seid gespannt, wo es dahin geht. Für uns geht es jetzt, wenn wir zu Hause sind, als erstes zum Enkelchen. Enkelchen, ja. In diesem Sinne. Macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und das Abo nicht vergessen. Und ein Like für meinen Mike, da freuen wir uns sehr. Alles kostenlos. Genau. Servus. Servus. Eure Mailis. Ja.